good morning and thank you very much. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, einen Beitrag zu der Ausstellung leisten zu dürfen. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt endlich mit der Technik klargekommen bin. Nun, leider ist jetzt schon ein Großteil meiner Zeit vorüber. Und deshalb werde ich mich bemühen, mich sehr kurz zu fassen, damit ich wirklich pünktlich zum Schluss komme. Ja, ich wäre froh, ich würde das da unten am Rand los. Egal, wie dem auch sei. Nein, ich bekomme das hier nicht weg. Egal. Ich möchte kurz die vorbereiteten Dias durchgehen, denn die sind eigentlich wichtig für hier die gesamte Ausstellung über die Postmoderne, die ja sehr inklusiv ist. Und eigentlich begann die Postmoderne mit zwei Büchern. Das ist von Lee Scott Brown. Oh je. Und es war damals üblich, hier die Zeichen umfangreich einzusetzen. Die moderne Architektur, Modernismus benutzten das, um eine Wirkung zu erzielen. Und sie übertrieben sogar diese öffentlichen Schilder und Zeichen. Und heute möchte ich auf die Sparsamkeit der Mittel eingehen. Das heißt, man sollte für so etwas wie das hier kein Vermögen ausgeben. Und ich gehe auch noch ein auf die Zukunft der Architektur. Und es gibt hier zwei Bücher dazu über die Postmoderne. Charles Jenks und jemand anderes. Und leider, es gab hier sehr viele Bezüge auf die Historie. Und das Ganze wurde dann auch noch übertrieben in den Medien, vor allem wegen irgendwelcher visuellen Effekte und verschiedener Arbeitsweisen. Und das wurde dann auch umgesetzt zu Popkultur. Und die Künstler malten nicht mehr von Hand, sondern sie benutzen auch digitale Geräte. Digitale Techniken, um ihre Werke herzustellen. Das ist also die Situation, in der es vor allem um die Idee ging. Und was die Ausstellung bei euch in Bonn bewerkstelligt hat, ist, dass sie auch weitere Aspekte hervorhebt, weitere Aspekte der Postmodernen. Zum Beispiel haben wir Nam-June Paik, Joseph Beuys, konzeptuelle Kunst, wie Jocko Kasu und auch Umweltkunst, Dora Grisham, Installationskunst oder Damien Hirst oder das, was ich als Archart bezeichne, worauf ich heute näher eingehe. Richard Weiss, von dem ist dieses Beispiel. Und dann kommen wir auch noch zur digitalen Kunst. Und große Maschinen waren ein fester Bestandteil der Postmoderne. Programmierer kontrollierten damals natürlich auch all diese Arbeitsgeräte. Und dann kam die Architektur. Und es zeigte sich, dass man alle möglichen Formen herstellen könnte. Aber diese Bauwerke waren natürlich auch sehr kunstspielig und sie kopierten sehr viel von den Skulpturen aus den 50er Jahren.
Das heißt, all die berühmten Bildhauer von damals in der Architektur haben wir jetzt das Computerprodukt, und das heißt, dass eigentlich die Städte weltweit immer ähnlicher wurden. Das ist für mich ein Problem. Und dann haben wir auch noch diesen Macho-Aspekt, und viele Bauunternehmer, wie auch Trump, ist ein Beispiel dafür. Und wir haben hier die Besessenheit damit, immer etwas Größeres zu bauen. Und am anderen Ende des neuen Spektrums haben wir die Selfies, die auch dem hier entsprechen. Es ist eine andere Art von Ego-Trip. Das heißt, man löst sich ab von der Realität, und man lebt voll und ganz mit dem Konzept der Technik. Und dann kommen wir auch zu Simulacra, das Buch von Jean Baudrillard, oder Welt am Draht. Er hat das sehr gut ausgedrückt, denn er sagte, was simuliert wird, ist sehr viel mehr verstärkt hervorgehoben als die Realität. Also das Simulacrum ist realer als das eigentliche örtliche Objekt, das heißt als die Realität. Und dann haben wir hier die Computerausdruck, die Befreiung von allen Zwängen für die Gestalter, für die Designer. Und daraus ergab sich dann auch diese Besessenheit mit der Technik. Und ich möchte heute eigentlich auf das Gegenteil eingehen. Arch-Art, wie ich es nenne, und ich war auch beteiligt an dieser Bewegung, die Ende der 60er, Anfang der 70er begann. Und das war die Fähigkeit von Kunsten, Architektur als Kunstgegenstand zu benutzen. Ich schrieb hier auch ein Essay für den Katalog des Victor and Albert Museums in London. Und es gab ja auch die Kirk-Ausstellung in Bonn, oder andere Leute wie Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Robert Smith und Joseph Beuys, Gordon Matta Clark, Vito Acconi, Alice Aycock, David Lynch, Richard Foreman und Laurie Anderson. Aber leider in der Baukunst ist es so, dass das bevorzugte Bild zu einem vorhersagbaren Stil wird. Und eigentlich nur zu einer Art von Manierismus. Und die Arch-Art will deshalb das Gegenteil sein. Viel frugaler, einfacher, ein sparsamerer Einsatz der Materialien und auch der Situation. Und das hier ist ein Überblick darüber. Viel davon wurden auch von Marcel Duchamp beeinflusst, wie auch die Umweltkünstler. Das heißt, die Ideen, die Gestaltung von Formen. Aber grundsätzlich wurde hier der Raum ganz anders behandelt, wie auch der Form und Raum wurden anders aufgearbeitet. Hier konnte man zum Beispiel eine Galerie gar nicht betreten, aufgrund seines Beitrages zu der Ausstellung. Und hier heißt es, man soll sich dazu zwingen, beschränkte Mittel zu benutzen, und dies ist eine Befreiung für die Erfindung, und man kann sich dann viel mehr vorstellen. Ich möchte Ihnen einige Beispiele für die sogenannte Arch oder Bogenkunst zeigen. Das hier ist ein Haus in New Jersey, und hier der Einschnitt in das Haus wurde oder führte zu der Erhaltung des Hauses
Das heißt, es wurde gerettet vor einem Abriss. Hier wurde das was Ähnliches gemacht. Und hier haben wir den Dekonstruktivismus des Centre Pompidou. Und hier wurde auch ein Einschnitt in das Haus, in das Gebäude vorgenommen. Dann haben wir Peter Etele in Italien. Oder Director in den Vereinigten Staaten. Und sie wandelten Häuser um. Das heißt, oder hier wurden Häuser mit Erde bedeckt. Das war auch ein gewisses Statement. Oder hier das Eishaus in Minneapolis im Winter. Da ergoss kaltes Wasser in riesigen Mengen über ein Haus, um damit das Eishaus zu schaffen. Oder in Omstry in Österreich. Hat hier einen Raum völlig geändert. Und das ändert natürlich auch den gesamten Kontext. Dann Rachel Whitehead. Sie schafft eine Rekonstruktion des Innenraumes. Oder wir haben auch das Holocaust-Denkmal, das ein Beispiel ist dafür und hier wurde dafür auch als Ausgangspunkt das Innere einer Gaskammer benutzt. Oder dann jetzt die Standorte. Wir haben ja einige Gebäude entworfen für Best, die Kaufhauskette. Und an allen Autobahnen gab es solche großen Geschäfte in Amerika. Und wir haben dann auch die üblichen Zeichen, aber wir haben das abgeändert und damit wurde eigentlich die Architektur zu ihrer eigenen Kritik. Und es geht um den Prozess, nicht um den Abriss, kommen und gehen. Und hier wird auch die Architektur als Gegenstand der Kunst behandelt. Wir haben eine ganze Reihe solcher Gebäude entworfen. Und man hat hier bei den Gebäuden einen öffentlichen Raum, dann eine individuelle Skulptur, wenn sie offen ist oder wenn es offen ist. Und ein Eingang zum Gebäude. Das sind andere Beispiele. Hier werden Gebäude auseinandergenommen im Raum. Und wir haben hier verschiedene Größenordnungen, Maßstäbe, hier ein weiteres Gebäude, innen, außen. Und hier geht es vor allem darum, was in dem Gebäude geschieht. Vorher hat man das nicht gezeigt, aber jetzt haben wir eigentlich die Sichtbarrieren entfernt. Alles im Inneren ist real, alles Äußere ist künstlich. Und wir haben also innen und außen umgekehrt. Das war eine ganz unkonventionelle der Darbietung der Waren. Innen, außen also wurde umgestellt und anders als das Centre Pompidou bei dem es umgekehrt ist, das war kein formales Statement, sondern eher ein Statement in Form eines Einschnittes im Gebäude. Oder wir haben auch das hier gemacht, ein anderes Beispiel, hier diese schräge Fassade, das hier war wirklich ein großes Unterfangen, sehr kühn, und wir haben damit die gesamte die ganze Bedeutung des Gebäudes verändert. Und hier Frank Gehry und Frank Arson, das sind Beispiele von ihnen. Und ihre Gebäude sind sehr viel komplexer. Und manchmal auch etwas zu viel, eine Art Overkill. Und man gibt sehr viel mehr Geld für so etwas aus, anders als bei Minimalismus. Aber das regt zum Denken an. Das heißt, diese Gebäude sollen zum Denken anregen. Dann auch einige Beispiele für grüne Architektur. Hier wieder ein
Gebäude für best. Wir haben die Landschaft mit integriert. Wir haben sie belassen, wie sie war. Und wir haben sozusagen darum herum gebaut. Und das ist ganz, ganz anders als früher. Wir haben hier Bäume wie Skulpturen im und am Gebäude. Wir benutzen also wiederum die Natur. Und die Natur, darf eindringen in das Gebäude. Wiederum eine Umkehr von innen und außen. Oder hier an einem Hügel könnten wir sogar den Untergrund zeigen. Also alle Aspekte der lebenden Natur wurden so bewahrt. In Florida haben wir etwas Ähnliches gemacht, ein Regenwaldgebäude, Recycling. Wasser wurde nach oben gepumpt und wir hatten einen Innengarten. Wir haben auch mit sehr vielen öffentlichen Räumen gearbeitet und wir benutzten das, weil ich hier Auslöser benutze, auslösende Elemente. Ausgehend von konventionellen Gestaltungen. Und wir haben, wie gesagt, hier den öffentlichen Raum anders gestaltet. Hier ein Parkplatz. Und hier, Autos verbrauchen ja Erdöl. Und hier haben wir das umgekehrt gemacht. Das Erdöl verzehrt die Autos. Das ist sozusagen konzeptuelle Kunst. Und man kann das natürlich nicht wegnehmen und in ein Gebäude stellen. Und das wurde dann in das Gebäude an sich wiederum integriert. Die Autos waren feste Bestandteile des Konzeptes. Kontext und öffentliche Kunst wurden zu einem. Jetzt kommen wir zu der Sparsamkeit der Mittel, wie ich es nenne. Und wir haben hier eine Buchhandlung in Wien. Es hieß, wir durften das Gebäude nicht verändern. Und deshalb sagte ich, dann nehmen wir ein historisches Element des Gebäudes und nennen das dann öffentliche Kunst. Und da ist alles des Gebäudes mit drin erhalten. Wir haben also die Bewahrung, die Erhaltung des bestehenden Gebäudes in Form eines öffentlichen Kunstwerkes. Jetzt haben wir größere öffentliche Räume. Und fast alles hiervon ist Recycling. Das sind Collagen von schon vorhandenen, bestehenden Materialien, und die wir dann neu verwertet haben, wie zum Beispiel im Bereich Verkehr. Und alles ist monochrom und das sind alles echte Objekte, reale Objekte. Und hier haben wir ihnen ein etwas geisterhaftes Aussehen gegeben, die Autos im Raum oder das Flugzeug und ein Polizeiauto, die gerade aus dem Wasser kommen. Und die Menschen sind auch immer dabei. Und das ist ja der Vorteil jedes öffentlichen Raumes, dass wir auch die Integration der Menschen haben. Und wir hatten zum Beispiel bei dem Projekt 200.000 Besucher am Tag. Hier haben wir wiederum eine Darstellung des Verkehrs, wie auch neue Nuancen der Persönlichkeit der Gebäude an sich. Das hier ist die Rückseite eines Bahnhofes in Yokohama in Japan. Und wir sollten hier einen Ort für Kinder gestalten. Der Direktor von Isuzu wollte etwas in der Art von Astronauten im Weltraum.
für das Izuku Outdoor. Und deshalb haben wir alles auf den Kopf gestellt. Das heißt, wir haben gewisse Abdrücke genommen von Menschen in Yokohama, von ganzen Familien, wie hier. Und hier sieht man, wie wir das gemacht haben. Und wir haben das dann wortwörtlich auf den Kopf gestellt, umgekehrt. Und damit zelebrieren wir das Auto, die Bäume, alles war auf den Kopf gestellt, aber völlig sichtbar. Und das hat den Kindern sehr gut gefallen. Und die Menschen sind darauf zugegangen, haben sich damit beschäftigt. Ein kleiner Junge kann zum Beispiel auf die Füße des Vaters springen. Und wie gesagt, es ging auch um die Zelebrierung des Autos von Izutsu. Das hier ist ein anderes Beispiel für die Sparsamkeit der Mittel, des Will Smith. Und er macht die Straßenmode, wie er es nennt. Und er sagte, ich mache keine Kleider für die Königin, sondern Kleider für die Menschen, die die Königin vorbeigehen sehen. Und wir sprachen über seine Ausstellung und Geschäftsräume und er wollte genau das Beispiel von Ralph Lauren haben. Das heißt einen umgekehrten Modeladen. Und wir haben hier wiederum Recycling-Materialien. Wir haben dann den Raum bearbeitet. Man konnte dort überall Kleidung aufhängen. Wir konnten sogar auch die Umkleideräume hier nutzen, da wo sich die Mannequins umgezogen haben vor dem Publikum. Das war eine Art Animation und dort konnten wir auch die Sparsamkeit der Mittel ausdrücken. Das ist das Büro von Will Smith und das haben wir gebaut mit den Abfällen einer Baustelle auf der anderen Straßenseite. Jetzt möchte ich noch kurz eingehen auf Umweltkunst. Wir haben einen Skulpturenpark gestaltet in Biasco in Italien. Dort gibt es ein Restaurant und ein Café. Wir haben dort erkannt, dass das gesamte Gebiet definiert wurde durch ein altes Mauersystem. Wir nahmen also dieses bestehende Mauersystem und integrierten dann das Gebäude. Das Gebäude ist die Mauer und die Mauer ist das Gebäude. Wir benutzten also, was schon vorhanden war, wie man hier sieht. Und wir behielten auch die Landschaft dort und haben wir sie nur angehoben sozusagen. Und das Gebäude wurde zur Landschaft. Das war eine Integration. Die Struktur und die Umwelt wurden quasi eins. Wir haben ja auch mit Steinsäulen gearbeitet, die im Grunde genommen dafür da waren, dass das Gebäude stabil zu halten. Das Ganze war in einem landwirtschaftlich genutzten Raum. Man sah tatsächlich die Schweizer Alpen von dort aus. Und wir nutzten diese Säulen bzw. diese Vorgabe, um das Innen, aber auch das Außen zu definieren. Wir haben viel mit Glas gearbeitet, damit man weiterhin die Alpen auch sieht. Das gesamte Grundstück war eben wirklich bestimmt von diesen Wänden, wie schon gesagt, von diesen Mauern. Die Mauern waren bereits da. Wir haben die nochmal aufgebaut, um dann quasi die Ikonografie, die Identität dieses Ortes zu bestimmen. Das war der Eröffnungstag. Man sieht wieder, wie die Menschen das Ganze auch nutzen können. Da haben wir eine Ausstellung zu Kinderspielzeugen.
organisiert. Und hier sieht man den Bezug zu dem Kloster im Hintergrund. Man sieht das Kloster ganz hinten. Man sieht auch die Mauern, die bereits dort bestanden hatten. Und man sieht, wie sich die Mauern dann bis zum Gebäude nach hinten weiter erstrecken. Zusammenfassend möchte ich einfach nur sagen, dass es wirklich andere Möglichkeiten gibt, über die gebaute Umwelt nachzudenken. Architektur, Bau, die Ökonomie der Mittel, Recycling, das sind zwei Möglichkeiten. Man sieht hier Toronto, das ist wirklich zu viel, und es gibt andere Möglichkeiten. Und damit möchte ich zum Schluss noch über dieses eine Projekt sprechen, das wir seit Jahren verfolgen, nämlich worüber Duchamp schon gesprochen hat. Wenn man beispielsweise ein mittelhohes Gebäude baut und die Identität der Menschen, anders als bei Corbusier beispielsweise, da haben ja die Bewohner keine Identität. Aber in diesem Gebäude können die Menschen in einem öffentlichen Gebäude ihre eigene Identität haben. Basierend auf Gebäuden der 1920er. Das waren ja so kleine Häuser. Und man konnte beispielsweise im Katalog sein eigenes Haus bestellen. Wir wollten eben auch diese Komponenten bereitstellen, damit dann ein Haus mit einer eigenen Identität gebaut werden könnte. Also im Grunde genommen wirklich gegensätzlich zu dem, was Herr Trump macht, wie der Hausbauimmobilien besteht. Deswegen haben wir eben gesagt, diese Identität, darum geht es im Grunde genommen auch in dem Projekt. Und das hat viele andere Fälle beeinflusst. In unserem Fall war es einfach so, dass die Bewohner ihre eigene Identität wählen durften. Und das sind Houses in the Sky, so heißen die, also Häuser im Himmel, die sind alle ähnlich entwickelt worden. Houses in the Sky, das ist wirklich ein Thema, was man jetzt auf der ganzen Welt sieht. Und da geht es eben wirklich mehr um Identität, als dass jemand von außen sagt, so soll das jetzt sein. Schlussfolgern könnte man jetzt sagen, das ist die Frage, die wir uns stellen sollen, die sich vor allem junge Architektinnen und Architekten stellen sollen. Was haben wir letzten Endes richtig gemacht? Das ist die Frage, die relevant ist. Und wir würden sagen, die Integration, Umwelt, Architektur, also das ist eben wirklich wichtig. Recycling, Material wiederverwenden, sich anpassen, das sind wichtige Themen in der Architektur. Das ist eine kleine Skizze, die habe ich während der Trump-Ära von mir selbst angefertigt. Und da geht es wirklich darum, dass man Dinge überdenkt. Wir sind eigentlich in einer Zeit des Neudenkens, des Überdenkens. Das ist extrem wichtig, denke ich. Und in meinen nächsten Vorlesungen wird es vor allem darum gehen, wie man gefährliche Ideen neu denkt und dabei Architektur als öffentliche Möglichkeit nutzt. Ich halte auch Vorlesungen zum Thema KI. Also da geht es darum, welche Fähigkeiten ein menschliches Gehirn hat und welche Fähigkeiten künstliche Intelligenz hat. Und das Geheimnis dahinter ist wirklich das Folgende. Also eine Tatsache ist ja, dass das menschliche Gehirn 250 Milliarden komplexer mal ist, was die Verbindungen angeht, als künstliche Intelligenz. Wir sollen nicht grundsätzlich linear denken, wenn es um diese geht. Ich würde also sagen, ja, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt andere Möglichkeiten, über die Umwelt zu sprechen. Und da sind wir schon am Ende meines Themas. Wirklich Dinge neu zu denken, uns auch die Rache der Natur anzusehen, das ist ein großer Faktor. Und dann letzten Endes auch noch das Thema, mehr mit weniger zu sagen. Vielen Dank. Okay. Thank you so much. Vielen Dank, James, für diese
Einführung in die Natur ihrer Arbeit und für diese unglaubliche Arbeit, die sie geleistet haben. Ich möchte mich nochmal vom Technikteam für die technischen Schwierigkeiten entschuldigen. Simon Denny ist jetzt bei uns auf der Bühne und ich freue mich auf das Gespräch zwischen euch beiden. Vielen Dank, Simon. Okay, okay. Okay. This is so trippy. Das ist jetzt wirklich toll und auch postmoderne auf fast cartooneske Art. Ich weiß nicht, wie viele draußen im Publikum überhaupt sehen können, wie wir hier zusammensitzen. James, kann man mich hören? James? Kannst du mich hören? Ja, ich kann euch sehen. Ich möchte nur einmal kurz beschreiben, was hier vor Ort stattfindet. Wir sehen dich über den Monitor. Ich sitze neben dir auf der Couch und spreche mit dir im Bildschirm. Das ist ja im Grunde genommen wie aus dem Lehrbuch der Postmoderne. Ich habe das Gefühl, ich spreche mit... Nun, die Postmoderne scheint besser, was die Technologie angeht, zu funktionieren als irgendwo sonst. Ja, also zuallererst vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit. Das hat ja wirklich mich schon seit langer Zeit inspiriert, aber auch so viele andere Menschen sind inspiriert durch deine Arbeit. Und du hast ja auch darüber gesprochen, wie das individuelle Wohnen sich nochmal verändern konnte. Viele Leute finden diese Ideen spannend. Ich hab etwas vorbereitet. Da fangen wir an mit ein paar Projekten von James, die mich schon immer angesprochen haben. Und dann möchte ich noch über ein paar Projekte sprechen, von denen ich glaube, dass sie eventuell auch von deinen Ansätzen beeinflusst wurden, nämlich meine eigenen Arbeiten. Und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Und danach können wir vielleicht noch miteinander über einige der Themen sprechen, die beiden Ansätze gemein haben. Cool. Wunderbar. So, yeah, I started this in a so. Kind of a cheeky Also, ich habe mir gedacht, ich fange das ein bisschen frech an. Das ist ein Side-Werk, eine Fast-Food-Kette, Denny's. Und ich wusste das tatsächlich nicht, bevor ich mich vorbereitet habe. Ich wusste nicht, dass du dahinter gesteckt hast. Eine der Sachen, über die ich in dem Gespräch noch sprechen möchte, ist tatsächlich, ein paar Fragen über dieses Gebäude zu stellen. Aber damit können wir auch noch warten, oder? Möchtest du damit anfangen, darüber zu sprechen? Nun, ja, also das ist für Denny's. Für Denny's, eine Fastfood-Kette. Also die Idee war wirklich das Netzwerken. Es wird ja viel über Networking gesprochen. Und deswegen ist im Grunde genommen dieses ganze Gebäude ein fragiles Netzwerk. Es ist ein Gebäude innerhalb eines Gebäudes. Und da geht es wirklich darum, dass man, nun, das war nicht einfach, also dieses Netzwerk quasi darzustellen, das muss ja auch im Raum funktionieren, aber das war im Grunde genommen der Punkt. Es ging darum, der Geschichte des Restaurants, da geht es ja letzten Endes um eine Art des Netzwerken. Das wollten wir räumlich darstellen, visuell darstellen. Wahnsinnig schön, vielen Dank. Du hast ja viel über die ikonische Arbeit für Best gesprochen. Das war eins der ersten Projekte, wahrscheinlich eins der Projekte, die viele Menschen kennengelernt haben von deinen. Für mich war es tatsächlich der erste Teil deiner Arbeit, die ich kennengelernt habe, das sind Beispiele, die ich mir rausgesucht habe von der MoMA-Ausstellung, die ja gleichzeitig stattgefunden hat, mit den besten Vorschlägen für die besten Produkte. Denn das war ja auch wieder eine Situation, wo viele Architekten eingeladen wurden, etwas vorzuschlagen. Und dein Vorschlag wurde letzten Endes ausgewählt, richtig? Nun, das Ganze ging los als eine Art Kunstsammlungsprojekt. Sydney, die haben ja das beste Haus im Grunde genommen gehabt. Also Kunstsammler wirklich, die wirklich viele tolle Sachen haben. Die Kunst, von denen da ging es nicht nur um Ausdruck,
sondern diese konnte für sich selbst sprechen. Wir haben zusammen angefangen zu arbeiten, haben unterschiedliche Vorschläge, Einwege eingereicht, denn die wollten ja ein öffentliches Kunstwerk vor dem Gebäude. Und wir haben dann gesagt, okay, warum machen wir nicht das Gebäude zu Kunst? Das fanden die gut. Und dann haben wir unterschiedliche Ansätze verfolgt. Das war nicht unbedingt ein Wettbewerb. Wir waren quasi im Wettbewerb mit uns selbst, das könnte man sagen. Wir hatten wahrscheinlich 100 unterschiedliche Ideen und haben uns dann für eine entschieden, die vor Ort gut funktionieren würde und die tatsächlich etwas verändern würde durch die Art, wie ein Gebäude wirklich im Grunde genommen seine eigene Definition darstellt. All das war Teil des architektonisch-tonischen Ansatzes. Interessant, dass du den Vergabeprozess genannt hast. Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich wirklich gerne mag, nämlich von Andy Warhol, Whitney Show, Portraits of the 70s, so heißt das Buch. Und da sind zwei Werke drin, vier tatsächlich, also zwei Serien von Porträts. Das ist die Familie Lewis, die Warhol Commission Series. Und das ist tatsächlich meine liebste Warhol-Ära im Grunde genommen. Das war die Ausstellung im Whitney, diese Tafel. Und du weißt das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du die Ausstellung gesehen hast. Ja. Bitte? Ja, ja, genau. Ich war dort. Toll. Denn Warhol hat ja beauftragte Porträts angefertigt. Und das Kriterium, um Teil der Whitney-Ausstellung zu sein, war, dass man mindestens zwei anfertigt. Es gab Leute, die hatten nur ein Porträt, das war aber nicht genug. Und wenn man mindestens zwei Porträts angefertigt hatte, dann durfte man Teil der Whitney-Show sein. Und ich dachte, im Sinne der Selbstreflexion war das eine interessante Geste oder auch ein Pionierbeispiel. Ich bin jetzt nicht der Erste, der das sagt, aber für mich war es einfach ein gutes Beispiel für Netzwerkkunst. Das Netzwerken hat im Grunde genommen die Kunst ermöglicht. Das Dennis-Restaurant ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass diejenigen, die für Kunst zahlen, die Kunst wertvoll machen, dass das im Grunde genommen auch seine Arbeit bedingt. Ja, ich denke, wir stimmen uns dazu, einander da gegenseitig zu. Also wir haben ja bereits vorhin darüber gesprochen und ich habe gesagt, das ist nicht unbedingt mein Lieblingsbild, aber ich habe das nochmal überdacht. Auf soziologische Art muss ich sagen, ja, natürlich eine Suppendose beispielsweise zu malen oder Elvis oder so, das ist eine Sache. Produziert man ikonische Bilder, aber auf diese Möglichkeiten verbreitet man das Ganze und das beinhaltet dann das komplette menschliche System, ein Netzwerksystem. Und das wird damit wirklich eine Transformation. Nochmal, das würde natürlich nicht handgemalt und das ist ja die Brillanz von Warhol, sondern es ist eigentlich die Idee dahinter. Nicht notwendigerweise die Ausführung der Idee, die so besonders ist. Ja, und ich finde einfach, es ist ein toller, nicht unbedingt Zufall, aber wirklich eine spannende Sache, dass die Leute, die deine berühmtesten Gebäude in Auftrag gegeben haben, auch die Leute waren, die Teil dieser Netzwerke waren. In der Präsentation ging es jetzt nicht um das folgende Thema, aber ich würde gerne neu mehr damit hören, eine weitere Fast-Food-Kette, mit der du gearbeitet hast, nämlich das McDonald's-Gebäude, das ja nur zum Teil quasi angehoben wurde. Vielleicht könntest du darüber sprechen. Nun, der Besitzer des Grundstücks, der war tatsächlich auch ein Kunstsammler.
McDonald's wollte unbedingt dieses Grundstück, denn das Grundstück lag einfach wirklich gut und es war auch nah an dem Ort, wo der Begründer von McDonald's geboren wurde. Wir hatten also die ersten Gespräche und der Herr sagte zu mir, Herr Wines, ich weiß, dass Sie ein paar verrückte Ideen haben. Und das ist okay. Sie können so verrückt sein, wie Sie wollen, aber ich lasse Sie nichts verändern. Das hatte er mir zum Auftrag gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich natürlich auch nichts ändern. Wir haben nichts verändert. Wir haben einfach nur das Mansardendach genommen und angehoben. Und damit, das war wirklich ein Erfolg, denn wir hatten jetzt diese klare Geschichte. Man konnte seine Freunde sehen, wenn man die Füße unten gesehen hat, weil das ganze Gebäude angehoben war. Und es wurde dann wirklich ein beliebtes Gebäude. Und ich glaube, irgendwer hat leider die Leerstellen dann aufgefüllt, also so, dass das oben eben abschloss mit dem Boden. Ja, das war tatsächlich nämlich ein sehr berühmtes Gebäude. Newsweek beispielsweise, da wurde darüber berichtet. Einfach nur dadurch, dass die existierenden ikonisierenden Teile weiter benutzt wurden. Ja, das war auf jeden Fall der beste McDonald's aller Zeiten. Das Gebäude gibt es immer noch, richtig? Das andere Gebäude, das gibt es ja nicht mehr, aber dieses Gebäude steht da immer noch, richtig? Ja, es steht immer noch da, aber ich befürchte, dass sie es leider zerstört haben. Das wirkt nicht mehr so und jetzt ist es nicht mehr ikonisch. Es wurde auf Ikonografie aufgebaut. Aber leider haben sie es jetzt verändert. Das ist ein weiteres Werk, das ich tatsächlich auch noch bei einer anderen Präsentation kennengelernt habe. Zeit war ja mehr als nur du, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob du dieses Gebäude erkennst. Das ist ja von einem anderen Mitglied, Dana Draper, ein anderes Mitglied der Zeit 1970. Und ich habe mich gefragt, ob Sie die Geschichte noch kennen. Das ist ja auch ein Entwurf für General Motors. Ja, das war ein Wettbewerb für General Motors. Dana hatte die Idee, die man hier sieht. Also es war im Grunde genommen einfach nur ein Streifen. Es waren einfach nur Streife hoch. Also im Grunde genommen ein Wirtschaftszeichen. Ja, es war eher eine Art Kommentar, relativ formal. Aber es war ein früheres Projekt. Also, was tatsächlich passierte, war, dass wir uns dann plötzlich vor allem auf diese umwelttechnischen Themen konzentriert haben bei SITE. Und wir hatten auch Fälle vor Gericht. Aber naja, irgendwann hat das Ganze wirklich funktioniert und das ist eines der Projekte, was man sieht. Der Erbauer ist vor ein paar Jahren verstorben. Aber das war im Grunde genommen die Zeit, in der Zeit am aktivsten war. Wow, ich wünschte, dass das Projekt tatsächlich umgesetzt werden wäre. Ich hätte diese Skulptur gerne gesehen. Naja, ich habe gesagt, ich möchte auch ein bisschen über meine Arbeit sprechen. Ich habe bereits gesagt, dass Pastiche und lokaler Kontext natürlich ein spannendes Thema ist. Das war ein Gebäude, in dem ich 2016 ausgestellt habe. Es ist ein bekanntes Gebäude in Deutschland, nämlich das ehemalige kommunistische Staatsratsgebäude. Da saß eben früher die kommunistische Partei während der DDR. Und das ist natürlich interessant, denn es ist ein modernes Gebäude mit klassischer Fassade, 19. Jahrhundert.
die Fassade, also ich glaube, und das Ganze wurde eingebaut in die Moderne, in den modernen Aspekt. Als ich das Gebäude zum ersten Mal gesehen habe, da wurde das Gebäude natürlich nicht mehr als kommunistisches Politbüro benutzt. Es hatte insgesamt keinen politischen Nutzen mehr, sondern es wurde zu einer Business School, einer Art Schule. Allerdings wurde nur die Hälfte des Gebäudes genutzt. Dis und ich, also die Kuratoren der 2016er Biennale, wir haben die Leute da vor Ort kontaktiert und gefragt, ob wir das Gebäude nutzen können für eine Ausstellung, die ich als Teil der Biennale dort umsetzen wollte. Und ich habe es im Grunde genommen zu einer Art Messe umgebaut. Wir haben eine Art Messe dort organisiert, in diesem ehemals kommunistischen Gebäude mit diesen wirklich schönen kommunistischen Hinterlassenschaften. Also wir haben jetzt die Technologie genutzt, um Frieden zu schaffen. Und ich habe eine Art Messe dort eben genutzt. Da habe ich dieses Relief auch eingebaut. Und Blockchain hat dann noch eine Rolle gespielt. Also es gab plötzlich immer mehr Menschen, die sich für das Thema benutzt, interessiert haben. Und ich habe diese Art gefälschte Messe dort organisiert mit Menschen, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen. Einer, der für eine Bank arbeitet, einer, der im Bereich Bitcoin arbeitet und einer, der im Bereich Blockchain arbeitet. Und hier haben wir einen solchen Messestand, falschen Messen verstanden. Dafür habe ich den Teppich aufgerissen dort und dann habe ich darunter etwas aufgesprüht. Er ist also auch eine Art von Sparsamkeit der Mittel. Und ich habe dann die Branding aufgebracht, ja, auf dieser Open-Source-Blockchain, auf die Basis des kommunistischen Gebäudes. Das war damals sehr interessant. Denn einige Leute kamen in die Wirtschaftsuni und dann kamen sie auch zu meiner Messe und sie waren sehr durcheinander, sehr verwirrt von dem, was sie dort vorfand. Ich habe auch einige Briefmarken entworfen. Jeder Stand hatte eine Briefmarke und ich hatte die auch bei der deutschen Bundesdruckerei ausgedruckt. Das war eine Zusammenarbeit zwischen mir und einer Illustratorin. Und wir benutzten auch einige der DDR-Bilder und Technik und Verfahren, um dann solche Briefmarken zu drucken, als ob es die Blockchain wirklich geben würde. Dann habe ich noch was gemacht in Schweden, im modernen Museum, und das beruht auch auf dem, was Sie schon erwähnten, das heißt mit den Materialien von Willie Smith. Wir sollten hier ein Pavillon herstellen mit einer anderen Architektin, Alexandra Barber, und wir sollten eine Art von Bühne gestalten, um einen Teil der Kollektion zu zeigen. Und ich wollte eine Kollektion oder Sammlung zeigen, die mit der Sprache Design arbeitet und Politik. Und ich wollte wieder das Umfeld einer Messe nutzen. Wir haben also hier ein falsches Äußeres benutzt. Auf dem Gebäude sieht man solche Graffiti. All die sind Graffitis, die sich ableben. Das heißt, oder die ich genommen habe aus einem Videospiel, sind also Graffiti aus einem Computerspiel auf einer gedruckten Backsteinfassade. Und ich habe noch andere Gegenstände der Kollektion, der Sammlung, und das entsprach auch hier der Geschichte des Designs und der Politik. Wir haben hier einige konstruktivistische, ethische Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel Max Headroom, die ich gefunden hatte. Wir integrierten auch verschiedene Slogans von GTI, also Great the Total, und mit anderen Slogansprüchen aus situationistischen Arbeiten aus den 60ern.
Und wir haben hier die Architektur in einen Dialog gebracht mit Unternehmen, mit dem, was Unternehmen tun. Wir haben also auch mehrere Ebenen, Schichten. Eine Reproduktion sehen Sie hier. Und das war von Facebook. Dann habe ich auch einiges kuratiert im Zusammenhang mit Blockchains in jüngerer Zeit. Ich habe auch Geld gedruckt sozusagen und ich versuche hier wieder einige der Grundsätze zu benutzen, die ich in Blockchain vorfand. Blockchain hat ja immer behauptet, verteilte Macht zu sein. Sie gaben an, transparent zu sein. Also bei Blockchain wurde das immer gesagt und das wollte ich umzusetzen zu einer kuratorischen Methodik. Das ist ein Diagramm, das wir nutzen. Das zeigt alle Beteiligten. Und ich lud damals einige Leute ein zu der Ausstellung. Die haben weitere eingeladen und dann diese Macht der Entscheidungsfindung war auch verteilt. Das Hauptelement war ein Architekturelement, ein Cryptocurrency-Miner. Und hier werden sehr viele Abgase oder Abfälle erzeugt. Und damit haben wir dann diese große Blase aufgepumpt. Und das war sozusagen ein Raum im Ausstellungsraum. Dies war von einer Architekturkollektiv, die eine Art von Blockchain hergestellt hat für eine Gruppe von Architekten. Drinnen war das eine Maschine von einem anderen Kunstkollektiv, Distributor Gallery. Man konnte Euro reinlegen und die dort verbrennen. Und dann bekam man eine Wertmarke heraus. Und jemand verbrannte also Geld und gleichzeitig wurde Kryptowährung ausgegeben. Das war dann das Ergebnis von all dem. Das war auch ein Spiel mit der Natur. Das war ein sehr interessantes Projekt. Das ist ein Projekt namens Virtual Zero. Das ist ein Kollektiv in Berlin. Und sie haben einen Baum auf die Blockchain gestellt, sodass der Baum sich selbst besitzen konnte. Man hat dann Spenden gemacht während der Ausstellung an den Baum. Der Baum hat das im Wallet gehalten und hat dann die Leute in der Ausstellung dafür bezahlt, dass sie den Baum am Leben erhalten haben, bewässert haben und so weiter. Und das zeigt also, dass Blockchain Bäume am Leben erhalten kann. Ein jüngeres Projekt von mir, das auch diesen Themen entspricht, des Gegebenen, des Gefundenen. Und auch der Stadtplanung und Blockchains und Miniversen sind einige Zahlungen, die Miniversum-Gebäude darstellen und die Besitzer herausfinden. Also Modernismus, also etwas, was in den eigenen Karten enthalten oder inhärent ist. Es gibt also sehr viele Miniversen, die gebaut werden. Die Decentraland ist eines der am häufigsten benutzten Metaversen. Man kann hier auch Wertmarken kaufen, Tokens. So sieht das im Inneren raus. Das heißt eigentlich wie die übliche Spieleschnittstelle. Das ist eine Art Karte. Das ist eine Stadt, die gebaut wird, also eine Karte der gesamten Stadt im Centraland. Man kann einen Teil davon kaufen und darauf bauen. Das ist also eine Art Spekulationsmarkt und ein virtuelles Gebäude. So sehen die Wertmarken aus, die man benutzt, um einen Teil des Gebäudes oder der Grundstücke zu kaufen. Hier steht, dieses Gebäude heißt mir. Das heißt, deshalb sagt das grüne Stein, das ist der Kontext. Aber ich glaube, dass die Geister des modernistischen Planens sehr offensichtlich waren für mich in diesen Objekten.
Für mich sehen die schon irgendwie so aus, wie etwas pervertierte, abstrakte Gemälde, diese kleinen Rechtecke. Das ergab sich während der Spekulation über NFTs. Die Leute haben die so gekauft, die so aussahen. Und da gab es auch diese Wertbarken für Grundstücke oder Immobilien. Dann habe ich das Ganze noch aufgeblasen, sozusagen. Das hier ist wie ein Geist eines Tokens. Das kommt aus Boogie Wiggy, eines der ikonischsten Stile. Hier sehen wir wieder eine Karte. Wir haben auch andere Historien benutzt, die nicht so morphologisch aussehen. Das ist ein berühmter Lithograph aus Neuseeland, wo ich aufwuchs. Das ist ein koloniales Landschaftsgemälde und das wurde historisiert von sehr vielen Kunsthistorikern. Die Landschaftsgemälde werden oft als etwas Topologisches, eine Beschreibung des Raumes gesehen, aber auch wie eine frühzeitige Werbung für Immobilien in Gebieten, Ländern, die damals anders waren, vor dem Kolonialismus. Hierbei sah ich mich selbst als einen neokolonialen Landschaftsmaler. Das sind die Ressourcen, die ich nutze. Ich benutze verschiedene Ebenen, analog, digital. Ich kann die auch verschwommen machen oder verzerren und damit erlebe ich solche Raster sozusagen zum Leben. Ich habe auch einige Tokens, Wertmarken damit verknüpft. Es gibt einen QR-Code und ein Formular. Dort sieht man dann die ursprüngliche Immobilie, wenn man den Ort abscannt. Und man sieht dann auch eine neue Wertmarke, die den Besitzer verfolgt. Und man kann also immer sehen, wer der Besitzer der entsprechenden Immobilie ist. Das sind noch andere Versionen. Das hier ist Sandbox. Noch etwas, das ich gemacht habe. Ich habe auch andere Gemälde hergestellt von Miniversen. Wenn man hier einen Teil einer Immobilie in Sandbox kauft, dann kann man das Bild verändern, dass den eigenen Raum dort darstellt. Das ist weniger kontrolliert. Unternehmen kaufen dort etwas und stellen das zum Logo um, eigenen Logo. Wir haben also hier diese Urban Map, den Stadtplan mit diesen Logos. Und das hier entspricht eigentlich der Pop-Art. Dann noch etwas Letztes. Und dann werde ich noch weitere Fragen stellen zu deiner Arbeit, James. Das war eine Auftragsarbeit. Das ist ein wirklich ganz verrücktes Gebäude, ein Museum in Tasmanien, im Besitz von einem Menschen, der Besitzer lebt dort auch. Er hat sein Geld mit Glücksspiel verkauft. Er ist ein Mathematiker, der Algorithmensysteme entwickelt hat, die immer internationale Spielsysteme schlagen. Das heißt, er macht immer riesige Gewinne und er investiert das in Gebäude als Privatmuseum. Und oben ist zum Beispiel auch etwas von James Durrell. So sieht das im Inneren aus. Die Architektur erinnert mich auch an ihre Praxis. Wir haben hier die steilen Wände. Vieles in Galerien ist unterirdisch und das hier ist eigentlich eine ursprüngliche Felswand. Für mich sah das aus wie eine Grube, eine Mine. Und als ich um eine Ausstellung dort gebeten wurde, wollte ich all das auch widerspiegeln. Ich las Anatomy eines KI-Systems von Crawford und Yola. Und ich wollte die Verbindung herstellen zwischen KI und menschlicher Arbeit und auch den Mineralien auf der Erde, die man braucht für die Herstellung von KI-Systemen. Das benutzte ich auch. Das war eine Ausstellung, ein Teil einer Ausstellung im ersten Raum. Das war ein leerer Raum, leerer Saal. Und hier haben wir vergrößerte Zeichnungen.
Amazon ist eine Zeichnung aus von einem Amazon-Patent, bei einer Konstruktion, die sie nie umgesetzt haben. Hier haben wir Benutzer auf einem Roboter, das sind Organisationssysteme. Die Benutzer konnten hier ihre Algorithmen eingeben und dann Teil von etwas werden, was hier ansonsten eigentlich eine menschliche Ausschlusszone war, in den Lagerhäusern von Amazon. Und das habe ich so in 3D hergestellt, als ob es gebaut würde. Ich habe auch einige der Teile behalten. Das heißt, hier haben wir auch einige Zeichenkonventionen. Wir haben also hier diese Zahlen, die Teilenummern angeben, die man ja immer so in Patenten benutzt. Ich habe auch eine Augmented Reality Schicht geschaffen dafür. Wenn man das scannt mit einem Telefon, dann sieht es aus, als ob ein Vogel in diesem Amazon-Käfig ist. Man hat also den magischen Moment, wenn man auf das Telefon schaut und den Vogel dort sieht. Das ist kein x-beliebiger Vogel, denn der wurde zusammengestellt, ausgehend von den am stärksten gefährdeten Vögeln in Australien damals. Forscher haben für uns das Vogelgezwitscher aufgenommen. Und hier schauen Leute mittels der Telefone in den Käfig. Und dann sieht man mehr als in der Realität. Da war das das beliebteste Spiel in Australien, eine Simulation für einen Schafbetrieb. Der Gründer des Museums hat das Spiel hier auch jeden Tag gespielt, als er jung war. Mit der Familie. Ich habe dann eine neue Version davon in Auftrag gegeben, nicht ausgehend von einer Schaffarm, sondern Datenextraktion. Ich habe auch solche Skulpturen hergestellt, ausgehend von den Aufstellern in Geschäften. Hier Monopoly, das war eines meiner Modelle, oder hier Schokolade. Und das benutze ich für solche Skulpturen. Und diese stehen für die Extraktions- oder für die Bergbaugeräte in Australien, das sind wirkliche Geräte, Bergbaugeräte, die in Australien eingesetzt werden. Das war wie ein großes Spielbrett. Man konnte also diese Kartonaufsteller sehen mit den Bergbaugeräten. Und hier haben wir wieder Elemente zum Scannen. Dann konnte man Werbung sehen, Anzeigen für diese Bergbaumaschinen. Man konnte sich auch selbst scannen und dann sehen, wie es einem gerade geht, wie man sich gerade fühlt. Das ist eine Schnittstelle dafür. Hier scannt sich jemand und dann kommen einige der Mineralien aus dem Gesicht, die am häufigsten abgebaut werden in Australien. Das ist hier Nickel, ja. Das sind einige davon. Das hier habe ich vor kurzem auch in Düsseldorf gezeigt und ich habe hier ein extra Bergbauelement hinzugefügt. Das hier ist eine sehr berühmte ehemalige Grube, die jetzt im Museum ist in Deutschland, Zollverein. Das ist also eine sehr berühmte Grube, die im 19. und 20. Jahrhundert in Betrieb war. Die ist jetzt aufgegeben und das ist eine Simulation. Und dort unten ist meine Ausstellung. Und auch Minecraft. Und bei der Eröffnung kamen einige Leute und haben dann auch Minecraft gespielt. Das hier ist eine sehr selbstzerstörende Skulptur. Und dies bringt mich dann auch schon zum Ende meines kurzen Vortrages, lieber James. Und vielleicht können wir wieder eingehen auf Ihre Arbeit. Ja, toll.
Wir haben einige Interessen gemeinsam. Und Sie haben das eingeordnet in einen Kontext, den man auch vorfindet in der Literatur, Technologie. Ich weiß noch, als wir mit unserem Projekt begannen, in Manhattan und sonst wo, mit Alice Acock, Aaron Smith, Munra Sokenheim und anderen. Wir fragten uns, wie wir mit der Öffentlichkeit kommunizieren konnten. Und ich schrieb auch einen Artikel über dieses Vorhaben. Und man ja, hatte da keine Zeit, man fuhr vorbei. Und dann konnte man sofort irgendetwas Ikonisches erkennen. Und das ist interessant, da Sie bei einer Galerie das Innere nach außen gekehrt haben. Damit hat man dann eine kontrollierte visuelle Situation. Das regt die Menschen auch sehr zum Denken an. Das kann man auch machen. Man auch machen mit Porträts, mit Literatur. Interessant ist, dass wir offensichtlich die gleiche Motivation haben. Sie wollen etwas sagen, etwas ausdrücken. Und wie gesagt, man bringt die Leute zum Denken. Und er, wie auch immer, musste damals etwas ganz Radikales tun im Zusammenhang mit Kunstausstellungen, um einen darauf hinzuweisen, dass das eigentlich eine Verdrängung war. Und deshalb musste er etwas, was ganz einfach wiederzuerkennen war. Und er hatte da so eine Art Apfelwagen. Und deshalb denken wir beide im Moment sehr viel über KI, denn es gibt ja Folgen von KI, die vielleicht bedeuten, dass der Mensch sein Gehirn aufgibt. Denn ja, die Leute sitzen jetzt nur noch rum und werden fettleibig. Und die industrielle Landwirtschaft hat ja nur zu Fast Food und McDonald's geführt. Das heißt, man wird zu bequem, anstatt etwas zu tun. Man wird zu passiv, man findet sich mit den Dingen ab. Und das gilt auch für KI. Es ist interessant, dass Sie das sagen. Und KI kann sehr gefährlich sein. Das kann ich sehr interessant, denn ich erwähnte ja auch von Crawford als einen kritischen Denker zusammen mit KI. Und das, worauf Sie hingewiesen hat im Zusammenhang mit KI, dass es eigentlich eine Neubelebung und der Vergangenheit ist. Vielleicht ähnlich wie die Postmoderne, und das wird trainiert mit
alten Elementen. Das heißt, die Maschinen werden mit alten Elementen geschult für die Zukunft. Und sie weisen darauf hin, dass eine der Gefahren von Systemen, die in die Vergangenheit gerichtet sind, aber eigentlich gestaltet werden für die Zukunft, dass sie die Vergangenheit wiederholen. Auch alle Vorurteile oder Wertsysteme. Das heißt, das wird dann auch in die Zukunft übertragen. Haben Sie ähnliche Gedanken? Ja, also ich denke, wir haben ja den gleichen Ansatz. Aber die Tatsache, dass Sie gesagt haben, dass das, was Sie machen, das Mittel als Mittel quasi für sich zu nutzen. Das glaube ich, sehen wir ganz ähnlich. Wir nehmen die Begriffe der Medien oder der Kunstform oder der öffentlichen Räume, ein Museum, was weiß ich. Wir nehmen das und man nutzt das, was man bereits hat, und dreht es einmal um. Und das Problem mit KI ist das Folgende. Das hängt ab von digitalen Informationen, die ja bereits verarbeitet wurden. Es denkt, die KI denkt nicht wirklich für sich, sondern was die KI macht, ist liefern. Liefert das, was lieferbar ist. Und dieses Lieferbare ist ja nicht Intuition. Also was ich versuche zu sagen, ist, dass das menschliche Gehirn mit der Möglichkeit, Visionen zu erleben, zu hören, Körpertemperatur und so weiter. Es gibt so viele Faktoren, die das menschliche Gehirn so einzigartig machen. Ich möchte damit sagen, dass wir beide sagen, dass das Ganze natürlich kreativ bleiben muss. Und das ist nicht, was die KI ist. Mein ganzes Leben lang, also alle Medien, die wir haben, ich frage mich natürlich immer, worüber wir dann nachdenken. In der Architektur, da haben wir immer gesagt, okay, ist Funktion, Form, Situation, das sind die Dinge, die zählen. Und an irgendeinem Punkt hat man das ja alles gehört, hat man das alles gelernt und fragt sich, okay, was kann es noch bedeuten? Das bringt mich zu einer weiteren Sache, die ich gerne noch mal fragen wollte, jetzt, wo Sie hier bei uns sind. Denn in Ihrer Präsentation haben Sie auch über die Bedeutung gesprochen, die Interessen von anderen Menschen in den Vordergrund zu stellen. Als Architekt sind Sie ja Teil dessen, was den Kontext macht. Und der wichtigste Teil der Architektur ist ja zum einen, die Architektur nach hinten zu setzen und die Menschen in den Vordergrund zu setzen. Da haben Sie ein paar Beispiele dafür gegeben mit dem individualisierten Leben. Dass es die Entscheidungen der Menschen sind, die Gebäude nutzen. Deren Inhalt wird Teil der Form. Und das, muss ich sagen, passt für mich wirklich gut zu der Zeit, in der wir momentan uns noch befinden, die ja vor circa 15 Jahren losging, der sogenannte User-Generated Content. Also wir sprechen hier über die sozialen Medien. Geschäftsmodelle für Instagram, Facebook, Twitter, diese Plattform, die wir noch nutzen, ist ja, dass das Unternehmen die Plattform liefert und die Nutzer den Inhalt liefern. Und das ist im Grunde genommen ein Umdrehen dessen, was Sie machen, aber es passt trotzdem sehr gut, denn dasjenige, was die Menschen ausdrücken, zeigen, das ist letzten Endes auf dem Deckblatt dessen, was diese Online-Medien tun. Haben Sie über soziale Medien nachgedacht in Reaktion auf Ihre Arbeit? Nun, ich muss sagen, Performance ist etwas, was mich wirklich besorgt. Und wir haben das ja in der Vergangenheit auch gemacht.
Bei Zeit haben wir ja in so vielen unterschiedlichen Medien gearbeitet, Videos, unterschiedliche Medienformen. Es ist jetzt schwierig, das zusammenzufassen. Aber ein Thema ist natürlich der Content, der Inhalt. Und eine Möglichkeit zu finden, sich auszudrücken, egal ob es jetzt eine Art Vertrauen, ein Bekanntsein ist, eine Inversion dessen oder das dann noch zu verbreiten. Aber die Herausforderung, die vor uns beiden liegt, ist natürlich, dass diese Gewohnheit vielleicht auch der Grund dafür ist, dass Dinge stattfinden. Das ist Teil der Performance. Wir alle performen. Das ist Teil unserer Routine. Und wenn wir das umdrehen, das ist wirklich eine Herausforderung. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit, dass Menschen nachdenken. Wir gewöhnen uns an einen Slogan, an ein Motto, und plötzlich bedeutet dieser Slogan nicht mehr nur eine Sache, sondern fünf unterschiedliche Sachen. Und darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das habe ich immer schon gesagt. Das tollste Kompliment, das ich je gehört habe, war das folgende. Jemand hat zu mir gesagt, hey, so ein Gebäude habe ich noch nie gesehen. Und das war wirklich das tollste Kompliment, was man mir je gemacht hat. Das war tatsächlich noch etwas, was ich fragen wollte. Wir haben ja am Anfang des Gesprächs über die Aufträge gesprochen. Sie haben ja mit dem Isuzu-Projekt gearbeitet. Darüber haben Sie gesprochen, über die Zusammenarbeit mit McDonald's. Sie haben für viele Unternehmen gearbeitet, die ja eigentlich Prinzipien verfolgen, gegen die sie sind. Sie haben ja darüber geredet, dass McDonald's Menschen übergewichtig macht, dass das Teil des Problems ist. Können Sie vielleicht über die Ambivalenz sprechen, die Zusammenarbeit mit Ikonografie, die Sie ja auch kritisieren? Das Problem mit der Werbeindustrie, und dafür, ja, die soll zuallererst mal kritisiert werden. Kritischen Content, Inhalte dort zu verbreiten, ist sehr schwierig. Die meisten Projekte, mit denen wir arbeiten, die würde ich erstmal Selfie-basiert nennen. Die Industrie nutzt das natürlich als Teil der Produktion. Häufig werde ich gefragt, warum ich an diesen Projekten arbeite, denn ich kritisiere ja die Industrie. Aber es ist tatsächlich so, dass diese sogenannte Selfie-Facing, also diese selbstbesichtigende Idee, da ist etwas sehr Schwieriges dran. Und ich nehme da gerne Elvis Presley als Beispiel. Die waren tolle Performer. Die waren tolle Musiker. Und deswegen konnten sie sich natürlich auch entspannen, konnten sich zurücklehnen, konnten sich über sich selbst lustig machen, konnten sich selbst quasi in übertriebener Form darstellen. Und damit war auch das Publikum entspannter. Das Publikum war plötzlich eingeladen, sich dem hinzugeben. Und ich erinnere mich, dass Elvis Presley das auf einem Konzert tat und das Publikum hat angefangen zu lachen. Er hat Amazing Grace gesungen.